Ich habe Onkel Rima bei seinem Weggehen begrüßt. Benannten Sie das erst Ihr Onkel? Und ich doch. Ich nenne ihn so seit Kindertagen, wie ich alle so nannte und nenne, die Gäste von Mamas Sonntags- und Donnerstagstees waren. Meyers und Schützes und Falks, Baron Einsiedel, Major von Knebel, Legationsrat Bertuch, Grimm, Fürst Pückler, die Brüder Schlegel und die Savignys Onkel und Tante. Ich habe sogar Wieland Onkel genannt. Und nennen Goethe auch Onkel? Den nun eben nicht. Aber die geheime Rätin nannte ich Tante. Die Vulpius. Ja, die jüngst dahingegangene Frau von Goethe, die verschiedene. Ist es wahr, dass ihre Konduite manches zu wünschen übrig ließ? Ja, sie war ordinär. De mortuis nil nisi bene. Den Truppen sagt man nichts Schlechtes nach. Gefräßig und plustrig mit roten Backen, tanzwütig und Schlittenfahrten und Studentenbälle, dass die Jenenserburschen glauben. Goethe tolerierte solches Gebaren. Er drückte ein Auge zu, leistete in gewissem Grad Vorschub. Ich möchte annehmen, weil er das Recht daraus ableitete, sich die Freiheit des eigenen Gefühls zu salvieren. Ein Dichtergenie kann seine belletristischen Inspirationen nun wohl einmal nicht ausschließlich aus seinem Eheleben schöpfen. Liebes Kind, Sie verfügen über sehr großzügige, sehr stark geistige Gesichtspunkte. Ich bin Weimaranerin. Amor gilt hier viel.